Hallo und herzlich willkommen bei Music.tv. In der heutigen Episode stelle ich euch die Lightmax Megapar 64 vor. Die Megapar 64 von Lightmax gibt es in zwei Farbvarianten. Wir haben zum einen das klassische Polish und die schwarze Variante. Mit den innovativen Quad-LEDs, die eine Farbmischung aus den Grundfarben Rot, Grün, Blau und Weiß erzeugen, haben wir eine Vielzahl an möglich mischbaren Farben. Die Farbmischung erfolgt bei der Megapar direkt vor der Optik, sodass wir keine lästigen Farbschatten haben. Der Abstrahlwinkel der Lightmax Megapars liegt bei 25 Grad, was einem konventionellen MFL-Leuchtmittel entspricht. Eine weitere Besonderheit dieser Scheinwerfer ist die enorme Helligkeit. Wir haben insgesamt 18 x 8 Watt LEDs, sodass wir auf eine Gesamtleistung von 144 Watt kommen. Dies entspricht so roundabout einem 500 Watt Scheinwerfer mit konventionellem Leuchtmittel. Durch ihre enorme Helligkeit ist die Lightmax Megapar für viele Anwendungsbereiche interessant. Sie kann dabei sowohl im Touring- und Verleiheinsatz wie auch für den Privatbetrieb genutzt werden. Die gesamte Technologie der Megapar 64 ist in dem Gehäuse einer konventionellen Parkanne verbaut. Die 18 Quad-LEDs sind in zwei Ringen im Inneren der Par angebracht. Die DMX-Verkabelung wird über die zwei XLR-Buchsen an der Rückseite des Gerätes vorgenommen. Wir haben hier einen DMX-In und einen DMX-Out. Sämtliche Einstellungen werden über das LCD-Display und die vier Menütasten vorgenommen. Hier haben wir die Möglichkeit, feste Farben, Automatikprogramme oder den Sound-to-Light-Modus anzusteuern. Jede der vier Grundfarben, Rot, Grün, Blau und Weiß, ist dabei von 0 bis 99% separat voneinander dimmbar. Die Lightmax Megapar 64 ist über drei verschiedene DMX-Modi steuerbar. Wir haben einen Dreikanal-Modus, bei dem RGB, einen Vierkanal, bei dem RGBW und einen Siebenkanal-Modus, bei dem RGBW, Dimmer, Strobe und Makrokanäle angesteuert werden können. Die Lightmax Megapar 64 findet ihr auch bei uns in der Demo in Köln. Oder wenn ihr Informationen haben wollt, geht auch auf unsere Internetseite www.musicstore.de. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, euer Sebastian.